Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario und Rabbids Sparks of Hope. Ja, ihr seht, ich habe am Team ein bisschen was verändert. Ich habe jetzt hier Rabbit Rosalina statt Mario im Team, weil ich sie wesentlich praktischer finde als Mario. Ich habe hier vor der Folge noch ein bisschen die Sparks umgeändert, dass jetzt Rebella den Meteoriten-Spark bei sich hat und Rabbit Rosalina habe ich einfach den Booster gegeben. Ich finde, einer mit dieser Sicht reicht aus. Ja, und ich habe Rosalinas Fähigkeiten nochmal neu sortiert. Also, ich habe jetzt immer noch die Trickreiz-Raserei. Ich habe mir Anstieg geholt statt den Kritzschaden und habe den Weckrufschlag. Anstieg halt mit jedem weiteren Geschoss macht die mehr Schaden und wenn ich richtig viele Waffentreffer habe, wird das halt ultra viel an Schaden. Also damit kann ich einen einzelnen Gegner eventuell one-hitten. So, hier hinten sind noch zwei Bilder an der Wand. Die gucken wir uns natürlich an. Kapitän Orion steht mit dem Lesen von Karten auf Kriegsfuß. Er hat sie immer als einen extravaganten Luxus für gelangweilte Reiche betrachtet. Habe ich auch stets so getan. Was, wofür braucht man Karten? Orion und seinem geheimnisvollen Co-Piloten ist mal wieder der Sprit ausgegangen und sie mussten hier notlanden. Das erklärt, wie sie hier gelandet sind. Davon, wenn man immer nur zwei Münzen an der Zapfsäule ausgibt. Gibt man nicht mehr aus? Ja, Leute. Wir haben hier, meine ich, noch ein bisschen was zu tun auf dem Planeten, bevor wir zum nächsten gehen. Außerdem will ich mich heute noch mal an dem riesigen Goomba versuchen. Weil mit Rabbit Rosalina sollte das doch eigentlich sogar leicht möglich sein, weil ich ihn ja lahmlegen kann. Der tötet einen ja, wenn er einen berührt. So, jetzt muss ich aber erst mal die Karte sehen. Wo haben wir denn noch was zu tun? Da ist etwas. Hier konnten wir noch nicht hin. Hatte ich das Winterzeitportal nicht abgeschlossen? Ja, wir haben zwei Aufgaben hier. Ne, drei, oder? Warte mal, Karte öffnen. Ach ja, hier das mit den 19 Sparks für die Röhre. Und da war auch noch was? Ich habe nicht gesehen, dass da was war. Einmal kurz zurück. Ich bin ein Blindfisch, ne? Ich habe die Röhre nicht gesehen. Die Diva und der Bücherwurm. Die Beleuchtung hier ist Mist. Wie wäre es, wenn ich das regle? Während ihr das tut, was man in einer Bibliothek halt so macht. Was? Diese Bibliothek ist ein Tor zum Wissen und sollte für jeden ein sicherer Ort sein. Außer für Finsterzeit-Tentakel halt natürlich. Da muss ich dich wohl begleiten. Okay, ich muss wieder verdammt viele von diesen Teilen kaputt machen. Und ich habe nur die beiden zur Verfügung. Erstmal in... Oh, da steht ja jemand. Erstmal geben wir dir so eine mit. Und dann gebe ich dir so eine mit. Ich sage ja, dieser Anstieg ist ultra praktisch. So, und dich da oben treffe ich auch noch. Oder ich mache schon mein Auge kaputt. Ja. Heilung ohne Ende habe ich ja dabei. Du triffst nicht, nicht wenn da drei Abwehrdinger im Weg sind. Mann, wie weit kommt ihr denn? Nein!
Es hat getroffen. Es geschehen noch Wunder. Alle Waffenbasierten Angriffe haben Wind. Damit kann ich sie runterpeppern. Kann ich auch so? Nee. Ich will von hier aus den Windeffekt nutzen. Hat prima funktioniert. Vielleicht funktioniert das ja so, wie ich es mir vorstelle. Schade, ich hatte gehofft, ich treffe alle, die auf dem Weg sind. Aber ist ja nicht schlimm, ich kann mich ja eh heilen. Und die, die ich boxe, die werden ja lethargisch. Warum hat der nicht angegriffen? Der hätte mich doch easy treffen können. Bitte sagt, dass die keine Verstärkung bekommen. Ich weiß nicht, warum ihr mich nicht angegriffen hattet. Aber ich beschwere mich auch nicht. Weißt du was? Bleibt noch eine Runde hier unten. Ich mache mir tot. Dann machen wir das erste Auge am besten schon mal Schrott, oder? Obwohl, keine Gegner, gleich keine Gegner. Hab ich Ruhe. Autschen. So nah rangehen war jetzt echt unnötig. So. Mache ich jetzt mal einen Booster rein. Und dann finishen wir dich. Rabbit Rosalina ist ja ultra heftig. So, und dich als nächstes weg. Gegner weniger ist ein Gegner weniger. Oh, du hast mit mir als Geschoss eben kurz ein Auge kaputt gemacht. Praktisch. Ich glaube, ich kann die mit Tackeln finishen. Kann ich halt wirklich. So, und dir mache ich jetzt einfach mal mit der Sternschleuder den Schaden. So, ich weiß nicht, ob das der letzte war. Nee, das war der letzte. Dann können wir alles andere ignorieren. Ich treffe doch alles auf dem Weg. Ah, da kommen ja doch noch neue Gegner, was eigentlich relativ Wurst ist. Bis die kämpfen, habe ich schon alles erledigt. Easy peasy. Geschafft. Und eine Planetenmünze mehr. Ist hier sonst noch was? Da hinten ist nochmal Info für mich. Die wollten wir uns ja auch mal irgendwann mal durchlesen, die Infos. So,
So, jetzt haben wir noch 2 Punkte vor uns. Ich brauche eigentlich nicht mal laufen, ich habe doch Schnellreisepunkte. So, Leute. Laut Karte ist hier eine Planetenmünze. Holen wir uns die? Ja, klar, dass hier was ist. Das Haus sieht sehr interessant aus. Die kennen wir doch. Verloren! Ich sei verloren, verloren. Entschuldigung, Ziemlichkeit hier. Höchste Kundenbewertung. Ach, die Dimensionsdrifttouren. Das ist hier das. Ich denke mal nicht, dass wir den Kampf bestehen würden. Aber wir können es ja trotzdem versuchen, ne? So, Leute, so sieht also die Herausforderung hier aus. Wir müssen 10 Gegner besiegen. Was haben wir denn hier überhaupt? 2 von denen. Ein paar Scharfschützen. 2, die mir ultra auf den Nerv gehen. 3, die mir auf den Nerv gehen. Sollte aber gut möglich sein. Ich lasse die am besten erstmal an mich rankommen, ne? Am liebsten mehr, ich könnte erstmal die Scharfschützen ausschalten. Die sind aber ein bisschen arg weit weg. Du kriegst jetzt erstmal eine Aero-Klinge ab. Also ich sehe, dass das machbar ist hier. Ich überlege gerade. Nee, das wäre es, glaube ich, nicht wert. Ich stelle mich lieber hinter die Deckung hier und mache mit ihr diese Runde gar nichts. Ich hätte mir vielleicht einen Powerblock gönnen sollen. Du hättest ruhig deine Sicht anmachen können. Die wäre nämlich wenigstens verschwendet gewesen. Lethargies gegen die ganz gut. Weil dann nerven die mich nicht. Autschen. Okay, den da kann ich ausschalten. Das sogar aus der Deckung hier. Ich könnte den Waffenschaden einmal kurz für alle boosten. Dann ist der Safe weg. Loser. Ja, genau, das ist ein Loser. Da hast du recht. So, da sollte ich eventuell nicht mehr stehen. Guck mal, ich bin hier oben. Und die stehen alle so doof. Können alle höchstens die Verteidigung da ein bisschen anschrotten. Ich hole einen Powerblock noch. Und leg den mal ab. Der kann sich eh nicht bewegen. Ich heb mir den Powerblock mal auf. Aber ich nehme den mal und setze den hier hinten hin, dann wird er nicht getroffen. Die Scharfschützen treffen mich da halt immer noch, ne? Ich probiere den Scharfschützen zu treffen. Ja, ich will auch vor einen Luigi. Ich will nur die Scharfschützen loswerden. Die sind so nervig. Oh,
Hauptsache, du kommst nicht in meine Nähe. Boah, die stehen jetzt gerade richtig gut, alle. Ich habe keine Deckung mehr. Ey, Moment. Rebella, gönn dir. Das kriegen die jetzt auf den Dot. Und dann machen wir die Ultra-Aktion. So, jetzt kriegt ihr Feuer ab. Hau bloß ab von mir. Die Scharfschützen da oben sind aber immer noch an einer nervigen Position. Ich muss Rebella heilen, deswegen geht sie jetzt mal hier unten hin. Wo sie relativ sicher sein sollte. Warte mal, wir können sie sogar noch besser platzieren. Dann sollten die Scharfschützen sie generell nicht treffen. Ich habe eine ganz tolle Idee. Zumindest in meinem Kopf klingt sie toll. Ich kann nicht weiter mit Luigi dahin. So nah wie möglich ran. Lethargie. Warte mal. Machen wir so. Deinen Schuss kriege ich schon klein. Das Gute ist, jetzt treffe ich den nämlich. Und die anderen, die können sich nicht bewegen. Ich habe die Scharfschützen lahmgelegt. Das war die beste Aktion. Lethargie ultra geil. Es ist einfach mega praktisch. Vor allem gegen diese nervigen Scharfschützen. So. Im besten Fall kriege ich dich jetzt auch da hoch. Oder zumindest an die Leiter. Beweg du dich ruhig. So, dich mache ich kampfunfähig. Warum kriegst du so einen 50% Schutz? Finde ich nicht legal. Du Angst. Ist mal was? Cooldown zurücksetzen? Stelle ich mich hier unten hin, dann können die anderen beiden sich auch nicht bewegen. Kann ich mich erstmal um den Scharfschützen kümmern. Bloß nicht den angreifen, der gerade gestunt ist. Der da oben, der wird sich jetzt bewegen wollen. Sag ich doch. So, bevor du mir gefährlich werden kannst, mache ich dich jetzt erstmal tot. Das trifft den mit. Hey.
Dich mache ich lethargisch. Dich kann ich eventuell so finishen. So, tschüss. Wovor habe ich mich bei diesen Herausforderungen gefürchtet? Die sind doch eigentlich relativ einfach. Abgesehen davon, dass Rebella gerade übelst Schaden bisher genommen hat. Nee, wenn will ich eher den auf der Treppe angreifen. Der andere bewegt sich ja jetzt gerade eh nicht. Und von den Schießenden ist keiner in Reichweite. Diese Lethargie, die ist so übelst krass. Luigi, komm mal da weg. Heilen? Immer her damit. Okay, Luigi, ich brauch dich doch da in der Nähe einmal kurz. Ich glaube, man kann sich denken, was ich gerade vorhabe. Bitte nur nicht in der Nähe stehen. Die sind so scheiße gerannt. Die hätten nicht dümmer danach stehen können. Ohne Witz. Ist ja Zufall, wie sie danach stehen. Da habe ich keinerlei Einfluss drauf. So, erstmal mit allen runter. Wir machen jetzt erstmal den einen da tot. Oder nach Möglichkeit, wenn ich es hinbekomme. Schau ich mir den da aus seiner Deckung. Damit wir den auch angreifen können. So, ich stehe in Reichweite, dass Revolina den Sprung auch hier nutzen kann. Revolina muss da stehen. Oh, mit einem Booster kriege ich den, glaube ich, sogar tot. Dann ist nur noch einer. Der überlebt. Oder? Nee, ist tot. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben das Winterzeitportal geschafft. Ich habe dafür auch ein Fähigkeitenprisma bekommen. Ist ganz nett. Ich überlege momentan, bei ihr möchte ich den Kettenboots als nächstes holen. Bei ihr würde ich gerne jetzt die kritischen Treffer wiederholen. Oder nee, wir machen mal die Waffenreichweite bei ihr höher. Bei ihm spare ich auf eine Viererfähigkeit. Bei Mario. Okay. Bei ihm wollte ich diese Fähigkeit holen, damit er nach dem Stampfen nochmal fliegen kann. Fand ich persönlich sehr praktisch. Das hatte ich so vor der Folge nochmal geguckt, was ich mir als nächstes holen will. Bei ihm möchte ich den Heilsprung.
Kettentreffer. Teambarriere-Entladung, wenn die Teambarrieren kaputt gehen, dass das den Gegnern Schaden macht. Und er soll bei der Raserei Flächenangriff machen. Weil er basiert ja auf Raserei. So, ich guck mal auf die Karte gerade. Hier vorne ist halt noch die andere. Das Geheimnis der Höhle. Dann gucken wir uns das Geheimnis der Höhle noch an. So, das Geheimnis der Höhle, es wurde gefunden. Als ob ich das hier letztes Mal übersehen hatte. Also bei einem der letzten Male, wo ich hier durch war. So, was ist mein Ziel? Die ganzen Bonbons ausschalten? Einfach nur 3 Züge überleben. Da lässt sich ja easy bewerkstelligen, sind ja nur Bonbons. Naja, nicht komplett nur Bonbons. Mal gucken, wo der Bonbon hinfliegt. Eintagsfliege. Schade. Nicht besonders weit weggeflogen. Ja komm, ich schalte den mal aus. So, den mache ich auch mal weg. Es sind keine Fernkämpfer hier, ne? Atschen. Gott, leider nicht komplett alle aufhalten. Darf ich die Portale wenigstens kaputt machen? Nee. Dann hebe ich mit dem Feuersturm noch eine Runde auf. Auch mit dir. Am besten ich gehe hier hinten ins Eck. Fällt mir gerade so auf. Ist der beste Punkt, wo ich hinrennen kann. So, weg damit. Weil je weiter ich weg bin, desto leichter wird es doch. Ich muss ja nur überleben. Und selbst wenn sie nah an mich rankommen, gehe ich einfach einmal kurz mit Rebella zu denen hin. Und sage, hey, ich mache den Flammensturm. Also diesen Feuerregen. Keine Bonbons, wo ich wohne. Ja, ich kann da einmal in die Nähe gehen und einfach den Feuerregen machen. Die Bonbons zu zünden ist ja jetzt nicht so das große Problem. So, dann machen wir mal eine Kettenreaktion, ne? Oh, das war saftiger Schaden. Das ist die einfachste Mission, die ich bisher jemals hatte, ne? Einfach, falls ich zu nah für die bin. Überlebe und dann auch nur noch 3 Runden ist ultra easy. Ja, schön, dass da 10.000 Bonbons rauskommen. Dachte, gewonnen.
Easy. Das war schlicht und ergreifend eine geschenkte Schlacht. Man kann es nicht anders betonen. Ja, bei dir machen wir nochmal die Waffenreichweite höher, ne? Du brauchst die. Bei dir kann ich jetzt hier auf die Kettenziele gehen. Das wollte ich bei dir haben. Dass der mehr treffen kann. Bei ihr spare ich jetzt auf den Barrieresprung. Und bei dir möchte ich in Raserei Flächenschaden. Also bei dir möchte ich eigentlich generell alles auf Raserei irgendwie trimmen. Und bei ihr holen wir halt den Heilsprung. Was hole ich denn bei Luigi als nächstes? Eine zusätzliche Eisenblickladung wäre eigentlich ganz praktisch. Aber ich will erstmal von oben herab haben. Dass ihr da so wisst, was ich haben will. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier dann jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Ein Like und ein Abo da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.